Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test hier bei mir auf meinem Kanal. Und heute haben wir den New Holland T8 410 Genesis jetzt hier in diesem Beispiel. Und zwar ist das Fahrzeug gekommen von Marmeladenbrötchen, gemeinsam mit dem Case dort hinten. Wir schauen uns den New Holland heute mal etwas genauer an. Video wie immer. Erstmal schauen wir uns im Shop an, was wir hier überhaupt alles machen können. Wir hören uns einen Soundtest an. Wir gehen auf die IC-Konfigurationsmöglichkeiten, auf die Dashboard Live Möglichkeiten oder Eigenschaften des Fahrzeugs ein und werden dann das Ganze natürlich auch auf Straße und auf Feld wie immer Probe fahren. Ja, Freunde, ich würde sagen, auf geht's! Doch hoffentlich schönen Szenen gehen wir direkt mal in den Shop rein. Zu finden ist der New Holland unter Großtraktoren. Wenn wir einmal hinterscrollen, und zwar als Genesis-Variante und als Smart-Tracks-Variante. Obacht, by the way, das war beim Case im Übrigen genau das gleiche. Auch hier gibt es eine Raw-Track-Variante. Also sprich, es gibt eine Variante, wo wir hinten so ein Laufwerk haben anstatt der normalen Räder. Basispreis 292.000, Basisleistung 311 PS. In Summe werden wir es so machen, dass wir das Fahrzeug auch mit Lastschaltung gegen den Case im Prinzip so ein bisschen vergleichen. Hier haben wir dann aber ein bisschen weniger Leistung, das müssen wir vielleicht etwas berücksichtigen. Der T8 kommt mit zwei Getriebevarianten, einmal dem Ultra Command, das ist das Lastschaltgetriebe, und einmal dem Auto Command, das ist das stufenlose Getriebe. Beim Ultra Command haben wir einen T380 mit 311 PS, ein T8 410 mit 340 PS. Und ich glaube, höher geht's auch gar nicht. Also maximal 340 PS im Ultra Command als T8 410er. Beim Auto Command haben wir einen 380er, einen 410er und einen 435er, der dann 379 PS hat, der fairerweise leistungstechnisch gegenüber des Cases im Vergleich sinnvoller irgendwo wäre. Doch wir wollen ein bisschen auch die Schaltung begutachten, deshalb habe ich das so gewählt, wie ich das gewählt habe. Reifenhersteller sind natürlich auch wieder alle reichlich vorhanden, wie das auch immer so ist. Und wir haben auch verschiedene Reifenvarianten, auch mit Gewichten. Bei Continental gibt es gar nicht so viel, da gibt es nur eine Option, mit oder ohne Gewicht, sehe ich gerade. BKTs gibt es natürlich noch ein paar andere, bis hin zu großen 900er R42. Das sind natürlich ein paar gewaltige Schlappen. Und auch vorne kann man da richtig, richtig dicke Walzen draufschrauben. Radgewichte auch hier mit am Start. Das ist schon relativ impulsant. Klickt euch dadurch die ganzen Reifenvarianten einfach am besten selber mal durch. Das Fahrzeug ist schon zum Download. Findet ihr entsprechend verlinkt in meiner Modliste. Ja, Kotflügel vorne, das ist die Konfiguration, die wir auch schon beim Case hatten. Das lässt jetzt keine Überraschung irgendwie offen. Kotflügelverbreiterung hinten, auch das haben wir hier, um dann entsprechend die breiteren Reifen irgendwo abzudecken. Und um Leuchten können wir natürlich auch wieder konfigurieren, links oder links und rechts. Gesonderte Varianten gibt es davon jetzt hier nicht. Auch die Warntafeln können wir natürlich hier konfigurieren. Hier sehen sie entsprechend so aus, auch mit Begrenzungsleuchten. Ich denke mal, auch diese werden dann wieder klappbar sein. Schauen wir uns natürlich mal etwas genauer an. Arbeitsscheinwerfer, Kabinendach, vier Stück sind hier dran. Aufrüsten können wir auf 6,8, also 4,4 haben wir hier. 6,8, was bedeutet das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, hier hinten haben wir dann also auch noch ein paar zusätzliche. Also nicht nur vorn, sondern auch hinten haben wir Arbeitsscheinwerfer zusätzlich. Die konfigurieren wir natürlich und wir testen das Ganze dann auch im Lichttest aus, ob das überhaupt einen Unterschied macht oder ob das eine reine optische Ergänzung ist. Topscheinwerfer wie beim Case kann man auch zusätzlich noch konfigurieren, unten sowie auch oben. Das sind die beiden Optionen, die man dabei hat. Auch die Werkzeugkiste ist hier am Start. Jetzt muss ich sie allerdings etwas suchen. Hier ist sie dann in dem Beispiel des New Holland zu finden. Finde ich immer ein schönes kleines
ja, einen schönen kleinen Zusatz zum Konfigurieren. Kameras kann man hier konfigurieren. Leider haben die Kameras natürlich keine Funktion im LS. Das wäre halt absoluter Oberwahnsinn, wenn man Kameras hier in den Bildschirm darstellen könnte. Das ist im 22er aber leider nicht der Fall. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal, wer weiß das schon. Standardmäßig haben wir eine Fronthydraulik, aber keine Frontzapfwelle. Die können wir noch hinzukonfigurieren für 3.500 Euro. Verschiedene Anbauarten vorne gibt es hier gar nicht in der Konfiguration. Also hier kommt der T8 direkt von Haus aus mit einer Fronthydraulik. Bogewendemanagement. Ihr wisst mittlerweile Bescheid, gehört nicht zum Fahrzeug selber, ist ein zusätzliches Skript, das ich hier im Mod-Ordner mit drin habe. Um verschiedene Funktionen auch mal zu testen, sollte das im Fahrzeug integriert sein. Kennzeichenposition vorne können wir wählen, Motorhaube oder Auspuff. Ich finde das an der Motorhaube mal ganz interessant. Auspuff hat man das immer. Letzten Endes, ne, egal. Radreflektoren haben wir auch hier in der Konfiguration. Gefällt mir persönlich nicht so sehr. Deshalb lasse ich das bei mir entsprechend auch weg. Bei der Ausführungswahl haben wir jetzt hier den T8 Standard. Wir haben aber auch alte Aufkleber, die man entsprechend konfigurieren kann. Wer das mag, wer vielleicht so ein Fahrzeug im Reellen fährt, der hat vielleicht auch gern seine alten Aufkleber irgendwie da drauf. Man kann aber auch das Ganze als Blue Power konfigurieren. So habe ich das in unserem Testfahrzeug einmal gemacht. Finde ich schön, wenn es verschiedene Auswahlmöglichkeiten gibt. GPS haben wir natürlich auch wieder am Start. Der Sensor hier oben auf dem Dach. Wir prüfen das Ganze dann natürlich auch. Ich nehme an, der wird auch wieder abklappbar sein. Schauen wir uns etwas genauer an. Eine Wahl jetzt hier zum Beispiel an dieser Stelle von irgendeinem Händler haben wir nicht. Die Beklebung schauen wir uns dann aber auch gleich nochmal genauer an. Wir haben eine Farbwahl, Standardfarbe. Das Blue Power Blau, was mich daran erinnert, dass ich mein Fahrzeug vielleicht auch nochmal umlackieren sollte. Egal, ist ja nur für die Showzwecke. Also das ist so diese Special Edition Blue Power Blau. Und einmal komplett in Schwarz. Die Felgenfarbe können wir auch wieder wählen zwischen Weiß, standardmäßig, Grau und dann auch wieder einem Schwarz. So könnte man das Fahrzeug zum Beispiel auch komplett schwarz machen. Kenne ich so den ein oder anderen Kandidat, der das ganz gern so fährt. Ja, Kennzeichen haben wir schon gesehen, sind entsprechend vorn und hinten in der Konfiguration enthalten. In Ausstattungsfarbwahl oder dergleichen haben wir jetzt hier beim New Holland nicht. Und das war es dann auch entsprechend schon mit dem Shop. Ich würde sagen, wir gehen direkt über in den Soundtest. So, und dann sind wir auch schon beim Funktionstest Interactive Control. Die Konfigurationseigenschaften innen drin, außen, sowie auch Dashboard Live Integration, denn auch das hat der T8 hier in gewisser Weise mit verbaut. Ich habe wieder Front- und Heckmähwerk dran, einfach um zu schauen, haben wir irgendwelche Triggerpunkte vom Interactive Control von Vertex, womit man PTO und so weiter und so fort triggern kann. Also, wir können natürlich die Tür öffnen und schließen. Sounds sind jetzt hier an dieser Stelle nicht hinterlegt. Wir können wieder die Schutzbleche, die Kotflügel abmachen und das sicherlich auch wieder getrennt voneinander. Links und rechts, genau. Ich habe mich auch nochmal korrigieren lassen, indem gesagt wurde, ich wusste den Einsatzzweck im letzten Video nicht so genau. Und da wurde zum Beispiel gesagt, wenn du auf dem Sido bist, festfährst und so weiter und so fort, dann baust die gern mal ab, da brauchst du die nicht. Dankeschön für diesen Hinweis, by the way. Gut, die Tür hier können wir nicht öffnen. Ich weiß auch gar nicht im Reellen, ob das möglich ist. Wir könnten hier zumindest hochklettern. Aber das hat wahrscheinlich eher was mit Erwartung zu tun, wenn wir schon einmal hier oben sind. Jawohl, auch hier können wir den Empfänger entsprechend wieder abbauen. Die Klappung der das gibt's doch gar nicht, dass ich immer wieder den Begriff vergesse. Die Klappung dieser Schilder ist hier auch entsprechend per IC mit am Start. Und wir haben es schon gesehen, PTO und Hydraulik ebenso. Ich gehe mal wieder auf die Seite hier rüber, da steht das Licht schöner. Starte mal schnell das Fahrzeug. Und wir probieren das Ganze doch direkt mal aus. Erstmal die Hydraulikklappung.
Dabei klappt logischerweise das Schneidwerk schon mal standardmäßig aus. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, das hier irgendwie ausgeklappt mal abzustellen. Aber das funktioniert schon mal wunderbar. Und die PTO, wenn wir sie treffen, funktioniert natürlich ebenso. Sehr schön. Ich hebe das Ganze hier mal wieder an. Und ich würde sagen, wir gehen ins Fahrzeug rein. So, im Fahrzeug haben wir natürlich auch wieder verschiedenste Möglichkeiten. Wir können zum einen das ganze Gestänge hier klappen. Dann offenbart sich auch für uns der Schlüssel. Wir starten das Fahrzeug natürlich, um allen Funktionsumfang hier erfassen zu können. Schließen die Tür, dann wird es etwas stiller. Jawohl, das funktioniert auch sehr gut. Also die Klappung des Lenkgestänges, die haben wir hier schon gesehen. Was wir hier auf der Seite haben, sind entsprechend Blinker links und Blinker rechts. Dann klappen wir das wieder runter. Die Lichtsteuerung, die wird woanders nämlich entsprechend sein. Auch hier klappt das mit der Armlehne sehr, sehr schön. Gehen wir hier oben mal weiter. Radio. Jawohl, das funktioniert. Jawohl, auch das funktioniert. Senderwechsel, Radio an, aus. Tippitoppi. Was haben wir hier? Das sieht mir aus wie GPS. Moment, okay, der Triggerpunkt hier ist verschoben. Das würde ich an Marmeladenbrötchen nochmal zurückgeben. Gegebenenfalls ist das mittlerweile auch schon gefixt. Weil ich denke, dass der Punkt eher hier liegen soll. Denn damit, wie man sehr schön sieht, das Ganze ist animiert, triggern wir den Warnblinker. So, gehen wir hier unten zur Schaltzentrale. Können wir den Bildschirm auch entsprechend wieder drehen. Wir haben hier eine Hydraulik für hinten drauf liegen. Das funktioniert auch sehr schön, wenn wir das mal ausblenden. Jo, sieht man auch sehr schön, obwohl das wahrscheinlich der Knopf für die Fronthydraulik ist. Letzten Endes würde der aber, hätte er ihn hier hingelegt, wahrscheinlich mit diesem hier etwas kollidieren. Deshalb nachvollziehbar. Was haben wir hier? Jetzt muss ich das F1-Menü mal einblenden. Den Fahrtrichtungswechsel haben wir hier nochmal. Und wenn man nochmal genau hinschaut, ich gehe mal aus dem P raus. Genau, da sind wir Minus und Plus, sieht man auch sehr schön hier im Display. Das Ganze kann man aber auch an der Seite hier triggern und auch hier sieht man dann nochmal die Gänge. Also das habe ich gar nicht gesehen, beziehungsweise wieder übersehen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ist zwar cool, das als Feature einzubauen, aber ich weiß nicht, wer wirklich mit der Maus hier entsprechend die Fahrtrichtungswechsel triggert an dieser Stelle. Aber gut, dass es drin ist. Wir gehen mal wieder die Parkbremse. Hier können wir den Tempomaten aktivieren. Jawohl, das funktioniert. Arbeitslicht ist, glaube ich, das hier. Oder ist das das Volllicht? Jetzt muss ich mal schauen. Ne, das ist Arbeitslicht. Das ist Arbeitslicht hinten. Jawohl, das ist dann auch sehr schön beleuchtet. Auch hier unten ist es bei den Steuergeräten sehr schön beleuchtet, sehe ich gerade. Das machen wir wieder aus. Hier haben wir die Rundumleuchte. Das funktioniert. Jawohl. Hier haben wir die beiden PTOs. Einmal PTO vorn. Einmal PTO hinten. Und dann haben wir auch hier hinten entsprechend nochmal die Hydrauliksteuerung. Ebenfalls hinten. Ne, das hier ist vorn. Okay. Das ist vorn. Das funktioniert. Und hier haben wir nochmal für hinten. Ich verstehe. Also, hier vorne am Kreuzhebel nochmal die Hydrauliksteuerung für vorn. Sehr, sehr schön. Ich finde es immer schön, wenn solche Features entsprechend mit eingebaut sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier können wir entsprechend das Ganze einklappen. Sehr gut. Okay, schalte ich hier nochmal durch, kommen nochmal irgendwelche anderen Funktionen. Beim Case war das ja der Fall. Testen wir dann nochmal, wenn wir einen Grober dran haben. Bei Mähwerken ist das Ganze immer mal noch ein bisschen anders. Lässt sich aber mit PTO und Co. natürlich sehr schön testen. Vielleicht teste ich das auch mal ohne Mähwerk und hänge mal was anderes hinten dran. Da ist mir doch bei der Aufnahme etwas durch die Lappen gegangen. Und zwar haben wir hier auch nochmal die Radio Controls, also Radio an, Senderwahl und auch wieder aus das Ganze. Sender vor, Sender zurück, Radio an, aus. Ist so eine kleine Sache. Ich wollte euch aber nicht vorenthalten. Ist mir irgendwie, ja, abhanden gekommen während des Tests. Müssen wir mal schauen. Das Fenster hier hinten lässt sich natürlich wieder wunderbar öffnen. Ja, 1A Spitzenklasse. Wir gehen dann jetzt in den Test zum Dashboard Live.
denn da haben wir ja auch eine Integration. Eine sehen wir schon. Die Parkbremse ist entsprechend animiert. Es müssten auch die PTOs animiert sein. Wenn ich diese hier mal anschalte, sieht man das hier sehr schön. Wir haben hier beide PTOs animiert. Ha, hier wäre vielleicht das Headrack-System ganz gut gewesen, weil das ist eben dieser negative Aspekt der oder des Lenkrad-Displays. Das ist, finde ich, immer ein bisschen störend. Wir schauen mal, vordere Hydraulik, sehen wir aber auch in Prozentzahlen, wie sie sich ändert. Sehr schön klappt das Ganze auch für hinten. Nein, für hinten klappt das Ganze nicht. Vielleicht auch hier wieder ein kleiner Bug, ich weiß es an der Stelle nicht genau. Was wir hier mal noch einschalten, ist manuell Allrad- und Diffsperre. Und das Display dafür natürlich auch wieder an. Denn was ich jetzt entsprechend testen möchte, können wir den Allrad aktivieren, beziehungsweise haben wir dafür ein Symbol. Jawohl, da sehen wir dort sehr schön den Traktor. Da haben wir die Dashboard Live Integration. Und dann gilt das doch bestimmt auch wieder für die hintere Diffsperre. Jawohl, da ist das Symbol für die Diffsperre. Sehr schön. Dann haben wir noch GPS an Bord. Das haben wir auf der linken Seite des Displays. Sehr, sehr schön. Auch das wieder mit am Start. Also PTO haben wir das GPS aktiviert. Wir haben Diffsperren, Allrad. All diese Sachen können wir uns von dort entsprechend abrufen. Wir schauen nochmal, der Vollständigkeit halber, haben wir etwas auf dem Main Display. Dashboard Live funktionstechnisch verbaut. Nein, haben wir nicht. Wie gesagt, vielleicht folgt das ja noch. Hier haben wir es auf jeden Fall und dieses Display, mach mal den, das GPS wieder aus, dieses Display haben wir in jedem Fall ja auch immer irgendwo im Blick. Ja, mehr Optionen gibt es hier drinnen entsprechend in Summe nicht, reicht ja auch aus. Ich würde sagen, wir gehen über in den Lichttest. Schon befinden wir uns hier im Inneren des New Holland zur Probefahrt. Wir starten einmal das Fahrzeug und ich werde auf der normalen Straßenfahrt das Fahrzeug jetzt erstmal im Vollautomatikmodus bewegen. Hinten dran haben wir wieder den Überladewagen mit 46 Kubik Weizen und ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir starten mal ganz seicht los. Und ich bin immer sehr gespannt, ob es hier einen Getriebeunterschied zum Case gibt und ob ich diesen Unterschied überhaupt merke. Das Getriebe schaltet auf jeden Fall sehr sauber.
sehr weich, da merkst du gar nicht viel davon. Aber wir ziehen mal frecherweise hier vor dem Transporter einfach raus. Ja, Vollgas. Ja, ist erstmal gar nicht so verkehrt, fühlt sich erstmal, ja, also langsam fühlt sich's nicht an. Ich bin wirklich kein Freund von diesem Lenkrad-Display oder dem, es ist ja kein Lenkrad-Display, es ist das Display hinter dem Lenkrad, aber dadurch, dass das Lenkrad so steht, wie es steht, würde es so stehen, würde man viel mehr sehen, aber so ist es einfach nur störend, weil es fehlen Informationen. Glücklicherweise können wir die auf der Seite auch abrufen, sprich Gang, Geschwindigkeit, das sehen wir auch an dieser Stelle. Schlupf sehe ich da gerade, sehr interessant, das schauen wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Was ich jetzt aber erstmal machen möchte, ist natürlich das Fahrzeug in den Tempomaten zu versetzen und genau das machen wir jetzt auch und wir schauen mal, wie er sich dann hier bergauf entsprechend schlägt. Einmal das Mikrofon ein bisschen runter, damit ihr auch das volle Gesicht irgendwo seht. Motorlast 100% voll drauf. Er wackelt so ein bisschen komisch nach links und rechts. Vielleicht fehlt das Kontergewicht von vorn. Das haben wir jetzt hier nämlich nicht dabei. Oh, der 18., der 19. ist lang übersetzt hier. Ich glaube, das war beim Case nicht so, also hier doch auch. Ah, vom Gefühl her doch ein anderes Getriebe, definitiv. Aber Power hat er trotzdem. Also dafür, dass er auch weniger Leistung hat. Oh, haben wir noch einen Gang übrig? Ne, das ist Tempomat, geht bis 56, 52 km/h bei 2000 Umdrehungen. Jetzt waren es 54. War die Maximalgeschwindigkeit. Er dreht sehr hoch. Was mich jetzt tatsächlich mal interessieren würde. Also das Wackeln ist ein bisschen merkwürdig. Okay. Was mich jetzt mal interessieren würde, dreht er denn auch so hoch mit dem Stufenlosgetriebe? Lass mich das mal eben schnell umstöpseln. Okay, hier scheint die Maximaldrehzahl bei 1820 zu liegen. Was wahrscheinlich auch unterm Strich im Transportbetrieb einen geringeren Durchschnittsverbrauch ergeben wird. Wir schauen mal, wenn er hier durchbeschleunigt, wenn er auf seine Geschwindigkeit kommt. Vom Zugverhalten her sehe ich hier erstmal keinen großen Unterschied. Das passt. Aber die Umdrehung ist auf jeden Fall niedriger. Und er kommt auch auf die 56. Das haben wir im Last-Schaltgetriebe nicht gehabt. Da hat er bei 2000 gedreht. So vom Gefühl her, als wäre die Drehzahl für den letzten Gang nicht so richtig angepasst. Erreichen wir hier im Transport definitiv eine höhere Geschwindigkeit mit dem stufenlosen Getriebe. Interessant, wir wechseln trotzdem mal wieder auf das Lastschaltgetriebe, denn auf dem Feld, wisst ihr ja, macht das Lastschaltgetriebe doch irgendwo mit am meisten Sinn. Freunde, ich habe hier gerade schon eine Bahn gezogen, hatte aber einen kleinen Fehler, der nichts mit dem Traktor jetzt zu tun hatte. Darum muss man nochmal eine zweite Bahn ziehen. Keine Kosten und Mühen sind gescheut. Der Rosselmarsch, der große K, 12.200 heißt er, ist wieder mit am Start. Lediglich habe ich 1,5 Tonnen vorne entsprechend noch angehangen, um das Ganze irgendwie so ein bisschen zu kontern. Ich gehe aus dem Park raus. Ihr seht, ich bin im Neutral. Ich schalte also wieder komplett manuell. Wir gehen hier wieder in die 7 rein. Allrad ist entsprechend an. Zeigt uns ja der kleine Traktor. Und wir werden gleich mal absenken. Und ich gebe ihm wieder volle Drehzahl hier entsprechend über das Handgas. So, 11. Gang, 92% Auslastung. Ah, müssen wir wieder ein bisschen zurückschalten. 8 km/h, 94% Auslastung. Also ich denke mal, wir können hier getrost von einer absoluten Auslastung des Fahrzeugs sprechen. 1400 Umdrehung, 9 km/h. Ist jetzt aber nicht schlecht. Motorlast wird uns ja hier auch angezeigt. Haben wir einen Verbrauch? Ja, bis 90 Liter die Stunde geht er hier hoch. 92, 93.
93, 9, 94. 94 Liter die Stunde. Also hier merkt man schon, das Fahrzeug ist komplett an der Lastgrenze. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal automatisch. Tempomat auf 20 eingestellt, also das Getriebe im Automatikmodus. Macht das hier noch ein bisschen was anders als ich? Nee. Also letzten Endes ist das Arbeitsgerät hier für die Motorleistung, die uns zur Verfügung steht, schon ein bisschen zu überdimensioniert. Ja, hier haben wir sogar 105 Liter pro Stunde auf der Uhr. Krass. Also das ist dann doch ein bisschen zu heftig. Aber für den Test in Ordnung. Klar, wir haben weniger PS als beim Case. Insofern sind wir hier auch ein bisschen schwieriger unterwegs. Wir testen jetzt hier nochmal kurz das Fahrverhalten. Denn das wiederum ist ähnlich wie beim Case eigentlich wirklich gut. Also ihr seht auch hier, er federt wieder smooth rein. Nicht zu doll, nicht zu wenig. Gefällt mir an und für sich sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, wenn wir hier nochmal über die Kante drüber. Schaukelt sich auch nicht irgendwie krass auf. Und wenn wir jetzt hier mal anhalten, diese Horizontalbewegung, die wir gerade mit dem Überladewagen haben, beziehungsweise hatten, ist mit dem vorderen Gewicht jetzt auch nicht mehr da. Es war mal ein bisschen leicht auf der Vorderachse vielleicht. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir gehen über ins Fazit. Ja, Freunde, das Fazit zum New Holland T8 von Marmeladenbrötchen als, sag ich mal, direkter Konkurrent zum Case. Das Fahrzeug selber ist wieder mit seinen Ausstattungsmerkmalen, mit seinen Konfigurationsmöglichkeiten und auch mit der Dashboard Live Integration für meine Begriffe wirklich schön ausgestattet. Sound ist hier, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist irgendwie Standard-Sound oder so, aber da geht sicherlich noch etwas, nur ihr wisst, das Thema Sound ist schwierig, man braucht die Aufnahmen, man muss das ordentlich verarbeiten können, das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt, einen vernünftigen eigenen Sound irgendwie zu bringen. Von daher sehe ich das immer wenig als Kritikpunkt bis fast gar nicht, weil ich weiß, wie kompliziert und schwierig das sein kann. Merkwürdig war definitiv im Lastschaltbetrieb der letzte Gang, der sehr lang übersetzt war, dann sehr hoch drehte und die Endgeschwindigkeit nicht erreicht hat. Letzten Endes kann man das aber sicherlich auch so gut darstellen, denn ich glaube auch in der Realität ist es häufiger mal so, dass die Stufenlosen ein bisschen schneller oben raus sind. Von daher ist es ein Kritikpunkt, nicht wirklich, weil es macht ja irgendwo auch jetzt in meiner Interpretation Sinn. Ich finde das Fahrzeug cool, ich bin halt kein Freund von den Displays hinterm Lenkrad, aber dafür kann der Mod jetzt nichts, denn das ist in dem Fahrzeug so, wenn ich jetzt das Fahrzeug im Prinzip für mich bewerten würde, wäre das nicht mein Fahrzeug, weil sowas würde mich beispielsweise schon irgendwo stören. Vom Mod her finde ich das wieder eine gelungene Arbeit von Marmeladenbrötchen, von daher gibt es von mir natürlich ein Däumchen nach oben. Das Ganze, wie schon bereits erwähnt, in der Modliste verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr mir bitte ein Däumchen und lasst ein kostenloses Abonnement da. Das hilft mir auf dem Kanal. Ihr wisst Bescheid. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Let's Test, insofern ihr mögt. Freunde, macht's gut, bleibt gesund und munter. Bis bald. Tschüss.